Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Lösung zu Übung 10 anschauen. Und da ging es eben um GUIs und langlebige Operationen, die wir von einem UI-Thread weg auf einem Hintergrund-Thread legen sollen und dabei aber die Thread-Affinität von WPF-Elementen beachten sollen. Und überhaupt von User-Interface-Elementen, die sich eben zeichnen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Es war hier eben die Vorgabe, dass wir in etwa dieses User Interface aufbauen sollten. Wir haben hier eben zwei Textblöcke, einen Textbox, einen Button, hier unten ist auch noch ein Textblock und hier noch eine Progressbar, die eben anzeigen sollte, dass wir gerade eine Berechnung machen. Und wir sollen eben nach folgendem Schema vorgehen, also der Nutzer spezifiziert, wie viele Elemente gerade erstellt werden sollen, dann sollen wir eben zufällige Zahlen erstellen und in eine Liste packen und dann, wenn der Algorithmus gestartet ist, soll eben dieser Button deaktiviert werden, diese Progressbar eingeblendet werden und auf isIndeterminate geschaltet werden. Während BubbleSort läuft, sollen wir eben mit einer Stopwatch überprüfen, wie lange braucht denn diese Sortierung. Und hier habe ich auch noch angegeben, wie denn der BubbleSort nochmal geht, für alle, die es vergessen haben. Und das Wichtige kommt jetzt eigentlich hier unten natürlich. Die Sortierung nach BubbleSort, wenn wir die auf dem UI-Thread ausführen würden, das kann teilweise sehr lange dauern. Also ich glaube, wenn wir mehr als 1000, 2000 Items haben, dann kann man schon so einen leichten Lag spüren. Ich glaube, ab 10.000 Items wird es dann deutlich über eine Sekunde. Kommt aber natürlich auch auf dem Computer an, auf dem man gerade läuft. Okay, und dann schauen wir uns mal die Lösung dazu an. Was habe ich gebaut? Schauen wir uns erstmal das User Interface an. Sieht im Prinzip genauso aus wie auf diesem Bild, bloß etwas niedriger oder nicht so hoch, besser gesagt. Aber im Prinzip habe ich hier auch Anzahl Elemente. Hier kann ich eben bestimmte Werte eingeben und dann Start drücken. Ich habe jetzt kein MVVM benutzt wie im anderen Beispiel. Warum? Weil das Beispiel einfach so klein ist, dass die Anwendung von Designprinzipien nicht wirklich viel Sinn ergibt, also oder macht den Code schlechter lesbar. Dazu kommen wir aber auch dann noch in den nächsten Videos, wann Designprinzipien und wann nicht. Anyway, ich gehe nochmal kurz durch, also im Prinzip hier ein Grid wieder genommen, damit ich das Layout habe. Ich habe der Textbox einen Namen gegeben, dem Button, der Progressbar und diesem Ergebnistextblock hier unten, damit ich eben in der Code-Behind-Datei drauf zugreifen kann. Und dieser Button hat eben auch noch einen Click-Event-Händler, der eben ausgeführt wird, wenn dieser Start-Button gedrückt wird. So, und dann schauen wir mal hier rein. Die Liste, die ich erstelle, die mache ich hier über eine Listen-Factory. Das heißt, das schauen wir uns gleich an. Der Sortieralgorithmus BubbleSort ist eben ein iSortieralgorithmus. Sieht im Prinzip so aus, dass ich diesem Algorithmus-Objekt eben auf ihm die Methode Sort aufrufen kann, in der ich eben die Liste, die ich übergeben möchte, hier als Parameter angebe. Dann schauen wir nochmal auf die Listen-Factory. Diese Factory ist eben dazu da, dass ich sagen kann, wie viele Elemente soll denn die Liste, die du haben möchtest, haben. Und das gebe ich hier als Parameter an und ich kriege dann eben eine Liste zurück mit entsprechend vielen zufälligen Werten. Genau, und dann schauen wir eben mal an, was hier passiert, wenn dieser Startbutton gedrückt wird. Ja, dann versuche ich erstmal den Text aus der Textbox zu parsen. Wenn das nicht geht, dann mache ich einfach nichts und hoffe, dass der User schlau genug ist, dass er merkt, dass er da keine Zahl drin stehen hat. Dann setze ich oder deaktiviere ich den Button, zeige die Progressbar an und setze sie auf isIndeterminate. So, jetzt kommt eigentlich der interessante Part. Hier erstelle ich mir eben einen neuen Task und starte ihn auch gleich. Das ist eben diese Prüfer-Algorithmus-Funktion. Und hier setze ich eben das Await-Keyword ein. Hinter dem Await-Keyword muss irgendwie ein Task stehen, idealerweise einer, der schon läuft. Und
dadurch wird eben die Methode, wenn sie an diesen Punkt kommt, sagt sie dann eben, okay, der Task läuft auf einem Background-Thread und er ist noch nicht fertig, deswegen springe ich wieder aus der Funktion zurück und der User-Interface-Thread kann sich weiterhin rendern. Und wenn der Task mir signalisiert, hey, ich bin wieder da, gehe ich auf dem User-Interface-Thread wieder hier in diese an diese Stelle der Methode, hole mir die Timespan und gebe dann hier eben die Millisekunden aus. Ja, ich kann natürlich auch hier die Exception dann fangen, also wenn irgendwie hier unten was auftritt, was ich nicht erwarte, dann kann ich das hier trotzdem in den Ergebnistextblock schreiben. Und wenn der ganze Spaß vorbei ist, deaktiviere ich die Progress Bar, beziehungsweise schalte sie auf nicht sichtbar und sage, sie ist nicht mehr is indeterminate und aktiviere den Button wieder, damit der User erneut drücken kann. Im Prüferalgorithmus selbst erstelle ich mir eben so eine Collection, die ist dann im Prinzip schon fertig initialisiert mit der Anzahl Elemente, die ich hier angegeben habe. Man sieht auch, ich muss das hier über ein Feld machen. Ist halt besser, weil wenn ich einen Task erstelle, habe ich nur die Möglichkeit maximal, dass ich hier einen Parameter namens Object mit übergebe und das ist nicht stark typisiert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es über ein Feld, dass die Information, wie viele Elemente aus der Textbox hier eben rausgenommen wird, in dieses Feld geschrieben wird. Ja, dann erstelle ich mir eine Stopwatch, starte diese Stopwatch, führe den Sortieralgorithmus aus, stoppe die Stopwatch und gebe dann eben zurück, wie lange die Stopwatch mitgezählt hat. Ja, und dann können wir auch nochmal hier diesen Bubble Sort Algorithmus anschauen. Also der ist auch wirklich total leicht. Weniger geht nicht. Wir kriegen hier eben eine Collection rein, Guard Clause, dass dieses Ding nicht null ist und dann das übliche Vorgehen eines Bubble Sorts. Wir haben eine äußere Schleife, in denen wir eben alle Stellen durchlaufen und dann versuchen wir eben, dass von der jeweiligen Stelle aus das Element hochzuschieben. Genau. Und ja, das ist eben Bubble Sort, wenn ich eben, ich weiß nicht, ob ich das nochmal groß erwähnen soll, es war ja eigentlich schon Gegenstand von PG1. Im Prinzip überprüfe ich eben, ob ich zwei Stellen tauschen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich eben sofort mit dieser Schleife hier im nächsten Durchlauf weiter. Ansonsten schrieb ich mir eben den J plus 1 Element in eine temporäre Variable, tausche letztendlich dadurch hier J und J plus 1. Also Bubble Sort ist wirklich das Einfachste, was es an Sortieralgorithmen gibt. Aber er braucht halt deswegen wahrscheinlich auch ziemlich lang, weil er nicht optimiert ist. Genau, und dann war es das eigentlich auch schon. Also vielleicht können wir auch nochmal diese Listen Factory anschauen. Ist auch nichts Besonderes. Ihr kriegt hier eben einen Zufallsgenerator und ich erstelle mir hier jetzt ebenfalls eine neue Liste und solange die Liste eben noch hier den Count kleiner der Anzahl der Elemente hat, füge ich eine neue Zufallszahl zur Liste hinzu. Also ist auch relativ einfach und knapp. Was vielleicht noch interessant ist, ist natürlich, ich habe hier wieder mal die Startup-URI rausgenommen, damit die Application-Klasse nicht automatisch das Main-Window erzeugt, sondern ich das selber in der OnStartup-Methode machen kann, so wie wir es auch schon gesehen haben. Ja, und hier ist eben der Composition-Root. Ich erstelle mir ein Bubble-Sort-Algorithmus-Objekt, dann eben diese Listen-Factory und diese injiziere ich ins Main-Window über Property-Injection diesmal. Und dann rufe ich eben MainWindowShow auf. Also auch nichts Besonderes, was wir jetzt noch nie gesehen hätten. Dann führen wir das Ganze natürlich auch mal aus. Wir haben hier jetzt eben 25.000 Elemente und ja, gehen wir mal auf 20.000 und starten jetzt das Ganze. Und wir sehen, die Progress Bar ist noch hier erkennbar und das Ganze hat jetzt eben ein bisschen über 6 Sekunden gedauert
Und ja, wenn ich hier mal auf 30.000 hochgehe, dann werden wir sehen, dass eben Bubble Sort gar nicht mal so gut skaliert. Aber wichtig ist eben, dass der Algorithmus wird auf einem Hintergrund-Thread ausgerufen und dadurch ist das UI nicht eingefroren. Wir sehen, dass die Progress Bar perfekt animiert ist. Wir sehen, dass der Button deaktiviert ist. Ja. Und wir sehen hier, wenn ich 50% mehr mache, dann habe ich mehr als doppelt so viel Zeit verbraucht. Genau. Ja, so viel zur Übung 10. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne an mich per Mail beispielsweise. Und ansonsten nochmals vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.